Hallo und herzlich willkommen zur Lebensfuchs Einkaufswoche. Mein Name ist Janine. Diese Woche habe ich endlich mal wieder bei Cashback-Produkten zugeschlagen und auch einige Gratis-Produkte durch Coupons erhalten. Was es alles gab, erfährst du jetzt. Am Montag bin ich bei DM vorbeigekommen und bei DM gab es etwas gratis, weshalb ich dann auch gleich reingehuscht bin. Und zwar gab es in der DM-App Pflaster gratis. Ich hatte das auch dann bei Instagram gepostet, also du kannst mir gern bei Instagram folgen. Wenn ich irgendwas gratis entdecke, dann poste ich das dort in den Stories. Und zwar, ich habe jetzt tatsächlich Kinderpflaster genommen für mich, weil ich finde, wenn man sich schon verletzt hat, dann kann man sich wenigstens eine kleine Freude mit einem bunten Pflaster machen. Das gab es also gratis. Das steht auch irgendwo auf dem Kassenbon hier. Die kosten 45 Cent und Coupon gratis minus 45 Cent. Und dann habe ich noch zwei Gratis-Testen-Produkte geholt. Auch das poste ich immer bei Instagram. Einmal gab es hier das Always Discreet zum Gratis-Testen. Und zwar konnte man sich da eine Sorte aussuchen. Also ich hätte auch eine deutlich teurere Sorte nehmen können. Aber ich habe jetzt die genommen und man kann diese, die sind ja eigentlich gegen Blasenschwäche, aber man kann die auch als normale Damenbinden verwenden. Ja, und das, da ich das am ehesten gebrauchen konnte, habe ich jetzt die genommen. Manche fragen mich auch, was ist denn mit Damenhygiene, ob ich da was kaufe. Das kriegt man alles irgendwie gratis und es gibt ja auch wiederverwendbare Produkte, die sind natürlich dann günstiger und auch nachhaltiger. Aber an Drogerieprodukten kriegt man echt fast alles gratis, was man so braucht. Und dieses Wäscheparfüm gibt es auch zum Gratis-Testen. Das steht sogar oben dran. Ich bin ja eigentlich dagegen, so viel chemisches Zeugs in die Wäsche oder auch in andere Sachen zu kippen, ins Abwasser zu kippen. Ich nutze das eigentlich nicht, aber ich habe zum Beispiel von Sacrotan ein Waschmittel. Das gab es natürlich auch zum Gratis-Testen. Also Waschmittel gibt es auch immer zum Gratis-Testen. Also ich habe schon die Hälfte von dem weggegeben, weil ich kann das gar nicht aufbrauchen. Aber auf jeden Fall habe ich dieses Sacrotan-Waschmittel. Und das stinkt ganz fürchterlich. Und wenn ich das dann mal benutze, dann werde ich tatsächlich auch mal das Wäscheparfüm damit reinmachen. Ja, bezahlt habe ich dann bei DM 8,90 Euro. Aber die 8,90 Euro werde ich ja wiederbekommen. Das sind halt diese beiden Produkte zum Gratistesten. Wie das mit dem Gratistesten geht, dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, das ich dir hier auch oben verlinke. Und ich habe jede Menge Payback-Punkte gesammelt. 237, glaube ich. Hier sind die alle. 20-fach-Punkte, dann 33-fach, glaube ich, Waschmittel und 40-fach auf Always. Und ich habe dann, da das ja jetzt alles gratis ist, mit diesem Einkauf 2,37 Euro verdient. Das ist nämlich der Wert der Payback-Punkte. Ja, und dann bin ich auch noch bei, war ich in der Nähe von Penny und da bin ich dann auch noch rein. Bei Penny gab es in der App auch etwas gratis, nämlich dieses Schwipschwapp. Ich trinke das eigentlich nicht. Da es nun gratis war, habe ich es jetzt mal mitgenommen. Das hebe ich auf. Ich weiß gar nicht, wie lange das haltbar ist. Ich werde es mir aber trotzdem auf jeden Fall bis zum Sommer aufheben. Steht es irgendwo? Irgendwo muss es stehen. Keine Ahnung. Es wird aber eigentlich nicht schlecht. Also da gab es halt so einen Coupon in der App. Und das steht hier auch. Glückspenny Rabatt minus 1,29. Hier ist Schwipschwapp. Und im Angebot Frühlingsquark für 69 Cent. Ja,
Bezahlt habe ich, also Payback-Punkte gab es nicht, weil das ja unter 2 Euro, es gibt ja immer nur für 2 Euro einen Punkt. Und ich habe aber mit Payback Pay bezahlt, weil da gab es noch einen Coupon in der Payback-App. 70 extra Punkte, wenn man mit Payback Pay bezahlt. Ich weiß noch nicht, ob es funktioniert hat, aber dann hätte ich jetzt auch noch 70 Payback-Punkte gesammelt. So, und zu guter Letzt, ich habe Post bekommen von DM. Und einmal ist hier so ein Coupon bei, aber kann man auch als in der App einlösen. Und drin war eine Zahnpasta-Probe. Zahnpasta ist auch so etwas, was man immer zum Gratistesten bekommt. Also eigentlich muss man niemals im Leben, solange es diese Gratistesten-Dinger gibt, Zahnpasta kaufen. Ja, hatte ich im Briefkasten, habe ich nicht angefordert, war einfach so drin. Halt in Kombination von DM und Payback. Und ja, ich würde sagen, das ist jetzt mal ganz gut gelaufen. Am Freitag war ich endlich einmal richtig einkaufen. Ich habe ja bisher nur so Kleinkram geholt. Ich hatte ehrlich gesagt die ganze Woche keine Lust einzukaufen. Das lag auch daran, dass ich das ja immer von unterwegs aus mache und mein Rucksack für die Uni, der war immer voll mit so Büchern und all so einem Kram. Und jetzt aber am Freitag war ich nur mit Laptop in der Uni und dann war mein Rucksack quasi leer und dann dachte ich, jetzt ist die Zeit einzukaufen. Ich muss dann von der Uni nur ein paar hundert Meter gehen und bin dann bei Rewe, Edeka und Aldi. Da war ich jetzt auch. Lidl ist da auch noch in der Ecke. Das ist also für mich kein Aufwand, in die verschiedenen Läden reinzugehen. Und ich war zuerst bei Rewe. Da waren nämlich hier diese Frühlingszwiebeln im Angebot. 59 Cent das Stück, beziehungsweise der Bund. Und da habe ich jetzt zwei genommen. Und ich werde die kann man frisch halten, indem man sie einfach in so ein feuchtes Tuch wickelt oder ins Glas stellt. Und ja, da mache ich ja gerne meinen Flammkuchen dazu. Also mit Frühlingszwiebeln und mit saurer Sahne. Ja, dann hatte ich einen Gratis-Coupon für diese Always-Dinger. Da habe ich also nichts für bezahlt. Und dann habe ich noch wieder dreimal Tee geholt, Earl Grey, weil ich dann nämlich auch einen extra Punkte-Coupon hatte. Und dann habe ich 3,85 Euro bezahlt. Und ich hatte extra Punkte, also auf Kaffee und Tee hatte ich einen 10-fach-Punkte-Coupon. Der war in der Payback-App drin. Und dann habe ich hier noch einmal 15-fach auf alles. Den habe ich von der Payback-Punkte-Coupon-Seite. Verlinke ich dir hier oben ein Video zu. Da findest du viele hochwertige Payback-Coupons. Und dann habe ich 24 Payback-Punkte bekommen auf einen Einkauf von 3,85 Euro. Ja, und gegenüber ist Edeka. Edeka hatte Bananen im Angebot. Da habe ich das wieder so gemacht. Hier unten, die sind so ein bisschen grün noch. Das heißt, die halten noch ein bisschen länger. Die müssen noch nachreifen. Und die oberen, die sind dann halt gelb. Das heißt, die esse ich dann zuerst. Die anderen können dann nachreifen. Und dann habe ich wieder für eine ganze Woche Bananen. Die haben 99 Cent das Kilo gekostet, jetzt 1,19 Euro. Ja, alle war bei mir auch wieder Haferflocken. Ich hatte zwar erst welche geholt, aber ich habe diese Woche ganz viele Haferflocken gegessen, weil ich teilweise zweimal am Tag mir Haferbrei gemacht habe. Es ist ja jetzt doch recht kühl draußen geworden und wenn mir dann abends kalt ist, dann mache ich mir gerne noch mal einen Haferbrei, weil der so schön von innen wärmt. Suppe ginge zwar auch, aber da habe ich dann nicht immer Lust zu. Haferbrei geht schnell und ja, deshalb waren die jetzt schon wieder alle. Und Gemüsetaler habe ich mir auch gemacht, da sind auch Haferflocken drin. Da kann ich dir auch ein Video hier oben zu verlinken. Ja, und dann, da ich jetzt direkt von der Uni kam und auch gerade kein Essen fertig habe, manchmal koche ich ja vor, und wenn ich dann nach Hause komme, muss ich das nur warm machen. Ich hatte jetzt nichts mehr und dann habe ich erstmal bei den Fertiggerichten geguckt. Die sind jetzt aber auch recht teuer geworden, es war nichts im Angebot. Und dann habe ich aber gesehen, dass dieser fertige Salat,
da im reduziert ist auf 99 Cent. Dann habe ich den mitgenommen und dann dachte ich, ah, dann esse jetzt einfach mal Brötchen dazu, da habe ich auch Appetit drauf. Und dann hatte ich halt diese Wurst hier gesehen, reduziert auf 79 Cent. Ich weiß, Wurst ist nicht gesund, aber so streng sehe ich das nicht mit der gesunden Ernährung. Man kann ja ab und zu auch mal was Ungesundes essen. Ja, und dann habe ich jetzt gedacht, dann heute Abend, dann wenn ich dann noch von der Arbeit komme, also morgens Uni, nachmittags Arbeit und dann mache ich es mir abends schön. Dann habe ich mir jetzt auch noch einen Schokopudding dazu geholt. Der war im Angebot für 99 Cent. Und ich sehe gerade, der körnige Frischkäse wurde im Preis angezogen. Der kostet jetzt 99 Cent. Und dann habe ich noch zweimal saure Sahne wieder für meinen Flammkuchen geholt. Die kostet 65 Cent. Und ja, das war jetzt alles von Edeka. Bei Edeka bezahlt habe ich 6,59 €. Also ich finde, angesichts der Inflation geht das für diese Sachen in Ordnung. Ja, und dann direkt nebenan bei Edeka ist Aldi. Und da bin ich jetzt tatsächlich reingegangen, nur für eine Stange Lauch. Das hat sich aber gelohnt. Stückpreis 49 Cent. Und das ist ein riesiges Teil. Also, das, ja, ich bin schwer begeistert für 49 Cent. Und damit es nicht schlecht wird, werde ich wahrscheinlich einen Teil davon einfrieren. Also einfach klein schneiden und dann ins Eisfach und dann hält der wunderbar. Ja, und beim Bäcker, der da auch noch ist, habe ich mir dann nochmal zwei Brötchen jetzt geholt für heute Mittag, die ich dann eben mit Mortadella und Salat esse. Und für die beiden Brötchen habe ich 1,45 € bezahlt. Diese Woche habe ich 11,15 € ausgegeben. Wie kommt diese recht niedrige Summe angesichts der vielen Produkte zustande? Insgesamt waren 3 Gratis-Produkte und 2 Cashback-Produkte dabei, wobei ich mit den Cashback-Produkten durch die gesammelten Payback-Punkte noch zusätzlich Geld erhalten habe, das von der Einkaufssumme abgeht. Ich bin natürlich mit den knapp 10 Euro sehr zufrieden und ich hoffe, du kannst da für dich auch was draus mitnehmen, sprich auf Cashback-Produkte und Gratis-Coupons achten und fleißig Payback-Punkte sammeln, dann kannst du deine Einkaufssumme niedrig halten. Zusätzlich kannst du mit deinen Einkäufen noch Geld verdienen, indem du sie zu Marktforschungszwecken einscannst, ähnlich wie an der Kasse, aber mit deinem Handy. Wie das geht und wie viel du damit verdienen kannst, erfährst du in dem Video oben rechts. Dann verabschiede ich mich und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Ciao, ciao!